Meine erste E-Bike-Tour, also zumindest die längere, von Hamburg nach Travemünde über Lübeck. Gleich mit Polizeieskorte. Fängt ja gut an mit Hamburger Nebel. Und mit den am besten ausgebauten Radwegen hier in Hamburg. Endlich raus aus der Stadt. So, ich habe mal hier kleine Pause gemacht. Ist total schön hier an so einem kleinen Tümpelsee, kann man es nicht bezeichnen. So, wo sind wir denn? Heidkoppelmoor, okay. Na, an der Brühe wollte ich jetzt aber auch nicht baden. Ja, inzwischen kommt auch mal die Sonne raus und endlich mal eine schöne Strecke, nachdem ich doch ewig lange an irgendwelchen Bundesstraßen lang gefahren bin. Die Strecke hat mir übrigens Komoot, diese App da vorgeschlagen. Ja, das nächste Mal werde ich genauer hingucken, bevor ich die Route abfahre. Besten Wanderweg, steht da, beste Wanderweg. Da fahre ich mal rein. Über die Beste. Ja, daher der Name wahrscheinlich auch. Beste Wanderweg. Scheint wohl ein Fluss zu sein hier. Bei nächster Möglichkeit rechts. Jetzt rechts auf der Wanderweg. Folge dem Weg 450 Meter. Ach, guck mal hier, mein Bike als Tiefeinsteiger. So, bin in Lübeck angekommen. War eine blöde Strecke, immer direkt an der Bundesstraße. Oh, ich bin jetzt froh, ich glaube, ich habe jetzt etwa 4 Stunden gebraucht. Es ist 4:30. Und ja, ich mache mal eine kleine Pause jetzt hier. Hier ist ganz schön, bis ich dieses Plätzchen gefunden habe. Bestimmt auch noch mal eine halbe Stunde gedauert. So, meine Pause ist jetzt gleich beendet. Ich habe beschlossen, doch noch nach Travemünde zu fahren. Das sind etwa 17 Kilometer, also überhaupt kein Thema. Ich habe hier noch Restreichweite von 53 Kilometer, zumindest im Eco-Modus. Also es werden ungefähr 30 noch sein im normalen Modus, im Tour-Modus. Und ich denke mal, ich werde gleich starten und dann geht es heute Abend wieder zurück mit dem Zug. Ja, groß angekündigt als Fahrradstraße hier mitten in Lübeck. Nach 50 Meter war schon wieder Schluss und dann Ende Gelände Kopfsteinpflaster.
bin gleich in Travemünde. Das sind ungefähr noch 2,4 Kilometer. Und dann ist mein Akku auch bald leer. Ich habe jetzt noch 14 Kilometer Reichweite im Tourmodus. Das sollte noch reichen, vom Bahnhof nach Hause zu kommen. Also in Hamburg. Ja, endlich in Travemünde angekommen. Wobei mit dem E-Bike eigentlich überhaupt kein Problem, solange man genügend Akku hat. Ja, ich hätte ja gerne noch die Drohne zum Einsatz gebracht. Aber aufgrund des starken Windes heute war es kaum möglich. Wieder mit dem Zug zurück in Hamburg.